Moin aus San Francisco. In dieser Visit USA TV-Folge nehmen wir dich mit durch die Straßen von San Francisco und zeigen dir, was du machen solltest, was du nicht machen solltest. Und du bekommst alle Tipps und Tricks für deinen San Francisco-Urlaub. Ich stehe jetzt hier im Mission Dolores Park. Und ihr seht, der Park ist echt beliebt, nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Einheimischen. Der Park gehört zur Mission Dolores, das ist eine Kirche, das ist das älteste Gebäude hier in San Francisco. Das ist, hat 4 Erdbeben überstanden. 1905 wurde dann hier dieser Park gebaut und Gott sei Dank, ich sag mal, zum richtigen Zeitpunkt fertig erstellt, weil 1906 gab es ein großes Erdbeben hier in San Francisco und die Leute, die dadurch obdachlos geworden sind, haben dann hier vorübergehend, ich sag mal, ihre Heimat gefunden. Man kann so sagen, dass der Mission Dolores Park sozusagen das pulsierende Herz von diesem District ist. Dieser District ist, ich sag mal, eine bunte Mischung aus vielen Nationalitäten, die hier wohnen. Aber der Park vereint letztendlich wieder alle. Und es ist wirklich, man hat den absolut grandiosesten Blick auf San Francisco. Was denkst du, wenn du an San Francisco denkst? Wahrscheinlich entweder an die Golden Gate Bridge oder an die Painted Ladies. Viele kennen die Painted Ladies, zumindest ältere Menschen, also älter in meinem Alter, ja, aus den 80ern und 90ern von der Serie Full House. Und in der Eröffnungssequenz war immer die Häuserreihe hinter mir, nämlich die Painted Ladies, zu sehen. We would sigh in relief. Die Painted Ladies sind also ein ikonisches Symbol, das Postkartenmotiv für San Francisco hier am Alamo Square. Und falls du dich jetzt fragst, was hat es denn damit auf sich? Eigentlich hat es gar nichts damit auf sich. Sie sind berühmt geworden, weil sie ein Inbegriff sind für das Geld, was mit dem Goldrausch nach Kalifornien und nach San Francisco kam. Die Häuser wurden 1892 bis 96 gebaut. Das blaue links außen, wenn du drauf guckst, ist übrigens das größte der Gebäude. Viele Menschen denken, es gehört gar nicht dazu, weil es so viel anders aussieht als die anderen. Das ist das von demjenigen, der die ganzen Häuser gebaut hat. Das ist größer und detailreicher als die anderen Gebäude. Spannender Fakt zu diesen Gebäuden ist, sie sind aus Redwood-Holz gebaut, also sehr, sehr langlebiges, hartes, gutes Holz. Und der Begriff Painted Ladies ist erstmals Ende der 70er in einem Buch aufgetaucht über den architektonischen, viktorianischen Baustil hier in San Francisco. Und Painted Ladies kommt daher, weil es ein Slangbegriff ist. Eigentlich waren, oder hat man so, Prostituierte genannt, weil man sich, oder weil sich Damen Ende des 19. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit nicht so stark geschminkt haben. Die Häuser waren aber früher sehr farbig, intensiv farbig angestrichen. Daher die Painted Ladies. Ich stehe hier in der Lombard Street und die ist mitten in San Francisco und wer hier ist, der sollte sich unbedingt mal die Tour gönnen, mal hier runter zu fahren. Eigentlich ist die Lombard Street 4,5 Kilometer lang, aber dieser Abschnitt, um den es hier geht, der ist nur 145 Meter lang und der hat nämlich was Besonderes, nämlich eine Gefälle von 27%. Und das ist echt viel und deshalb haben die sich was ausgedacht.
Man hat sich also was ausgedacht und hat gedacht, man muss das Gefälle irgendwie reduzieren. Also wurden hier auf diese 145 Meter tatsächlich 8 Serpentinenkurven reingebaut und hat so das Gefälle auf 18,8% reduziert. Ja. Du kannst hier die Straße runterfahren, du kannst aber auch runterlaufen. Du siehst auch hier, dass Leute hoch und runterlaufen. Du kannst rechts und links laufen, also du bist völlig frei. Guck halt nur, dass du niemanden im Verkehr behinderst. Das Highlight in San Francisco ist die Golden Gate Bridge. Man sagt ihr nach, es ist die meist fotografierte Brücke der Welt und wahrscheinlich ist da auch was Wahres dran, denn jeder, der nach San Francisco kommt, wird über kurz oder lang an der Brücke vorbeikommen, die Brücke sehen und wahrscheinlich auch das ein oder andere Bild von dieser Brücke machen. Es soll aber auch Leute geben, die die Brücke total langweilig finden. Ich würde dir empfehlen, wenn du hier bist, dir die Brücke anzuschauen. Hier gibt es das Presidio. Das ist die Gegend hier auf der San Francisco-Seite um die Brücke herum. Hier kann man sich viel angucken, kann die Brücke aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und sollte sie mal erleben. Sie heißt übrigens Golden Gate Bridge, weil dieser kleine Streifen, also der Streifen, den die Brücke überspannt, ist das Golden Gate zum Golden State. Kalifornien wird ja der Golden State genannt, weil hier viel Gold gefunden wurde aus Zeiten des Goldrauschs. Und die Einfahrt in die Bucht von San Francisco war das Golden Gate. Deswegen heißt das ganze Ding Golden Gate Bridge, weil es die beiden Stadtteile bzw. die beiden Landkreise oder wie die Amerikaner sagen Counties miteinander verbindet. Eine weitere Möglichkeit, mehr Informationen zu bekommen oder die Gegend zu erkunden, ist hier am Welcome Center. Wenn du am Welcome Center vorbeigegangen bist, dann kannst du von hier aus jetzt den Fußweg über die Brücke machen. Und da gehen wir jetzt mal ein kleines Stück. Dann über die Golden Gate Bridge geschafft hast, bist du in Sausalito. Hier kannst du die Brücke von der anderen Seite sehen. Wenn du zu Fuß rüber gehst oder mit dem Fahrrad rüberfährst, landest du direkt an diesem sogenannten Vista Point. Wenn du mit dem Auto rüberfährst über die Brücke, solltest du die erste Ausfahrt nehmen. Dann kannst du hier nochmal Halt machen und die Brücke mit Blick auf die Stadt genießen, also von der anderen Seite aus. Wichtige Info an der Stelle, wenn du aus der Stadt rausfährst über die Brücke, fällt keine Maut an. Wenn du allerdings wieder nach San Francisco reinfährst, dann musst du Maut bezahlen. Die kannst du entweder gar nicht bezahlen, dann wird sie deiner Mietwagenfirma in Rechnung gestellt und die wird es wahrscheinlich dir in Rechnung stellen. Oder du kannst einfach hinterher auf der Internetseite das Ganze einfach bezahlen. Noch ein spannender Fakt zur Golden Gate Bridge. Als die Brücke ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, hat man die Brücke für den Autoverkehr geschlossen und hat
die Menschen auf die Brücke gehen lassen, und unter der Last der Menschen, die immer mehr wurden, wäre die Brücke übrigens fast zusammengekracht. Also sie hat sich sehr, also die Brücke kann sich 3 Meter insgesamt, hat sich Spiel 1,5 Meter nach oben, 1,5 Meter nach unten bewegen. Sie hing dann sehr stark durch, und man hat dann versucht, die Menschen langsam wieder von der Brücke zu holen. Das aber nur so als kleiner Fun-Fact nebenbei. In Sausalito gibt es übrigens noch einen schönen kleinen Yachthafen, eine Marina, wo es auch nette Cafés gibt, wo man einfach mal was essen kann, wenn man das möchte. Die Idee zu der Brücke entstand bereits 1892, nur da hat man sich überhaupt nicht vorstellen können, dass man über diese Distanz so eine lange Brücke bauen konnte. Also hat man es wieder verworfen. Letztendlich hat man es wieder neu aufgenommen. Im Jahr 1937 wurde dann die Golden Gate Bridge eröffnet für den Verkehr, zuerst für die Fußgänger, dann für den Straßenverkehr. Interessant finde ich die Geschichte von der Farbe. Es war nämlich so, dass die Brücke ursprünglich schwarz bzw. grau gestrichen werden sollte. Die Bürger fanden es aber nicht so toll und haben gedacht, Mensch, das ist irgendwie langweilig, das wollen wir nicht. Haben dann festgestellt, dass die Grundierung, sozusagen der Rostschutz, der bereits rot bzw. orange war, der hat ihnen gut gefallen. Und dann haben sie also abgestimmt und haben entschieden, die Brücke wird rot bzw. orange. Heart. Have heart. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn du hier bist und mit einem Mietwagen hierher kommst, keinerlei Wertsachen im Auto lassen, gar nichts, keine Koffer, keine Portemonnaie, nichts. Die Autos werden hier regelmäßig aufgebrochen. Ich würde dir empfehlen, wenn du hierher kommst, mach die Mittelarmlehne auf, mach das Handschuhfach auf, so dass man von draußen auch sehen kann, dass nichts im Auto ist. Sonst musst du damit rechnen, dass dir deine Wertsachen oder deine Sachen, die du im Auto hast, abhanden kommen, weil sie geklaut werden. Ich habe das schon von mehreren Freunden erlebt, dass Autos aufgebrochen sind. Und gerade jetzt, als wir hier auf diesem Parkplatz gefahren sind, ist dort hinten gerade ein Auto, Heckscheibe eingeschlagen, Seitenscheibe eingeschlagen, und die Familie, die dabei steht, sieht ziemlich fertig aus. Also wirklich nichts im Auto lassen. Das ist nur ein kleiner Sicherheitshinweis, und der gilt nicht nur hier für die Gegend um die Golden Gate Bridge, sondern für gesamt San Francisco und drumherum. Niemals Wertsachen im Auto lassen. Jetzt bin ich hier auf dem Koi Tower und ich will dir ein bisschen was über den Tower erzählen. Es war so, da gibt es die Lilly Hitchcock Coit. Ja? Und die war ein glühender Verfechter der Feuerwehrleute. Und sie ist 1929 gestorben und hat der Stadt San Francisco $100,000 sozusagen vermacht, damit sie was Schönes damit machen und die Leute erfreuen, damit sie was davon haben, wenn sie hierher kommen in die Stadt. Und dann haben die sich gedacht, Mensch, da bauen wir hier so einen Tower. Zum einen als Aussichtspunkt für die Touristen und zum anderen aber auch als sozusagen als Denkmal ein bisschen für die Feuerwehrleute. Man sagt sich, dass hier oben der Turm so ein bisschen aussehen würde, als wäre das ein Feuerwehrschlauch zum Ende. Das ist aber nur Zufall, so haben es die Architekten gesagt. Erbaut ist dieser Turm 1933 und er ist 64 Meter hoch. Und keine Angst, wir sind hier nicht die ganzen Stufen hochgekrabbelt, sondern hier gibt es auch ein Fahrstuhl. Wenn du auf der Suche nach was Leckerem bist, empfehle ich dir B-Ride Creamery. Da kriegst du das beste Eis in ganz San Francisco. Es gibt veganes Eis, es ist Bio, also für jeden was dabei. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach wirklich das beste Eis, was du in ganz San Francisco kriegen kannst. Wir kriegen da übrigens kein Geld für, aber wenn wir hier sind, ist das jedes Mal Anlaufstelle Nummer 1. Die B-Ride Creamery im Mission District in der 18th Street. Lohnt sich hier mal vorbeizuschauen. For a better confirmation, yeah, I'm heading for
Hinter mir siehst du das Dragon Gate, das ist der Eingang zu Chinatown hier in San Francisco. Und Chinatown hier in San Francisco ist die größte chinesische Gemeinde außerhalb von China selbst. Und natürlich lohnt es sich, einfach mal reinzugehen, mal alles sich anzugucken, die Läden und was da so alles zu sehen ist. Und du wirst sehen, es wird dir gefallen. Findest du die Golden Gate Fortune Cookie Company. Das ist der Legende nach der Ort, wo der Glückskeks erfunden wurde. Hier kannst du nicht nur Glückskekse kaufen, sondern wenn du reingehst, kannst du auch den ein oder anderen Glückskeks probieren und dir noch deine Portion Glück. Unweit der Fisherman's Wharf findest du den Endpunkt Taylor Street der berühmten Cablecast. Wenn du also an der Fisherman's Wharf bist, einfach hier mal die 200 Meter herlaufen, dann kannst du hier sehen, wie die Cablecar umgedreht werden. Wenn sie reinfahren, werden sie hier gedreht und können dann in die andere Richtung wieder zurückfahren. Das kann interessant sein, wer sich für Technik interessiert. Kann das interessant sein, dich das Ganze hier einmal anzuschauen, und natürlich wäre es dann auch noch richtig gut, wenn du dann einfach willst, kannst du hier einsteigen und kannst mit der Cable Car einmal den Berg nach oben fahren. Von den Twin Peaks aus kannst du ebenfalls eine wunderschöne Aussicht auf San Francisco genießen. Das sind also Zwillingshügel. Einer ist 277 Meter hoch, einer 276 Meter. Und das Schöne ist, die sind also tatsächlich auch natürlich entstanden und sind die zweithöchste Erhebung hier in San Francisco. Und die Aussicht ist einfach wunderbar. Du kannst Tag und Nacht hier hochfahren. Es ist frei, es gibt sogar zwei Zufahrtswege, und wenn du von hier aus den Sonnenuntergang anschauen willst, dann ist es ein absolut grandioses Bild. Kleiner Tipp, wenn du abends lecker essen gehen willst, im Mission District gibt es das Burma Love. Das ist ein asiatisches Restaurant, wo es sehr leckeres Essen gibt. Wichtig ist, vorher reservieren, hier wird es nämlich abends brechend voll. Und wenn du nicht reservierst, musst du vielleicht unnötig lange anstehen. Wenn du dir das verkneifen willst, dann hier. Burma Love auf der Valencia Street im Mission District. Es gibt noch zwei andere Burma-Restaurants. Da musst du einfach mal bei Google gucken. Ich habe die Namen gerade nicht im Kopf. Die sind aber genauso gut. Gleiche Küche. Gute Empfehlung, wenn du nicht weißt, was du abends essen willst oder sollst und nicht unbedingt bei den Standard-Burgerketten essen willst.
Fisherman's Wharf ist der familienfreundlichste Ort in San Francisco und bietet die höchste Konzentration an Aktivitäten für Familien mit Kindern. Früher war hier der Fischmarkt von San Francisco. Heute heißt der ganze Stadtteil um den ehemaligen Fischmarkt herum Fisherman's Wharf. Einige beliebte Aktivitäten für Kinder sind das Essen der weltberühmten Ghirardelli-Schokolade und der Hot Fudge Sundays am Ghirardelli Square. Groß und klein lieben auch die USS Pampanito, Madame Tussauds und Ripley's Believe It or Not. Von hier aus kannst du die Fähre nach Alcatraz nehmen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Leben auf The Rock war. Die Besichtigung der historischen Schiffe am Hyde Street Pier, der SS Jeremiah O'Brien und des U-Boots USS Pampanito ist nicht nur für Technikinteressierte lohnenswert. Gutes mexikanisches Essen findest du in der Taqueria Pancho Villa in der 16th Street im Mission District. Ein wirklich gutes mexikanisches Restaurant mit sehr, sehr leckerem Essen und viel Auswahl an Möglichkeiten des mexikanischen Essens. Wenn du also mal irgendwo noch Hunger hast, die haben bis 10 Uhr abends manchmal auch deutlich länger geöffnet, auch wenn es nur bis 10 Uhr dran steht. Der Besuch lohnt sich. Was wichtig ist, ist zu wissen, dass für uns Deutsche dieses Restaurant eher aussieht wie eine Imbissbude. So ist das aber in den USA. Hier gibt es viele Restaurants, die nicht unbedingt aussehen, als wären sie Sterneküche oder wie wir das eben gewohnt sind. Und trotzdem ist das Essen wirklich gut und die Läden sind wirklich gut besucht. Wenn du also mexikanisch essen willst, im Mission District unterwegs bist, dann hier einfach mal vorbeischauen oder extra deswegen hierher fahren. Der Pier 39 ist neben der Golden Gate Bridge wohl der Hauptanlaufpunkt für Touristen und das Zentrum von Fisherman's Wharf. Der Pier ist eine 300 Meter lange Holzkonstruktion. Du findest hier über 100 Geschäfte und mehr als 10 Restaurants. Die Gebäude sollen aus den Holzplanken alter Schiffe gebaut worden sein. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du noch weiter Richtung Süden fährst von San Francisco aus, dann verzichte hier auf einen Besuch des Aquariums, denn das ist nicht wirklich toll und das Monterey Bay Aquarium ist um Längen besser. Am Pier 39 ist meiner persönlichen Meinung nach die Seelöwenkolonie. Die Seelöwen hörst du, weil der kalifornische Seelöwe relativ laut bellt und du kannst sie, wenn du herkommst, auch riechen. Dazu musst du einfach nur am Pier 39 bis zum Ende gehen und dann dich links halten, dann kommst du direkt drauf zu. Oder wenn du nur die Seelöwen sehen willst, läufst du rein. Und gleich am Anfang kannst du links vor so einer Surferfigur durch so einen kleinen Gang, dann bist du an einem Außengang, wo du relativ schnell und ohne viele Menschen zu den Seelöwen kommst. Noch zwei, drei Dinge zu den Seelöwen. Der kalifornische Seelöwe wird, falls sich das interessiert, 25 Jahre, so im Schnitt alt. Hier leben fast nur Männchen. Die Männchen erkennst du, weil sie mit 3 bis 4 Jahren anfangen, eine Beule aus dem Kopf auszubilden. Also wenn du irgendwo in irgendeinem Zoo oder wo auch immer mal Seelöwen siehst, kannst du immer davon ausgehen, dass es kalifornische Seelöwen sind, weil das die Seelöwen sind, die am wenigsten aggressiv sind, weil sie mit am verspieltesten sind, weil sie sehr intelligent sind und weil sie kleiner sind als ihre Artgenossen oder beziehungsweise als die anderen Arten von Seelöwen. Die Seelöwenkolonie hier hat sich angesiedelt, nachdem 1989 bei einem Erdbeben der Felsen, auf dem die Seelöwenkolonie war, zerstört wurde und dann 1990 sich die ersten Seelöwen hier im Hafen niederließen, hat man dann eben dort diese Pontons errichtet und seitdem leben die Seelöwen hier direkt für die Touristen in naher Sichtweite. Man kann sie also fast streicheln und den Besuch lohnt
lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten dir ein paar interessante Einblicke, Ansichten und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis für deinen Städtetrip, für deinen Urlaub in San Francisco geben. Wenn du mehr wissen willst, kann ich dir jetzt schon sagen, dass es im Sommer 2022 ein weiteres, den zweiten Teil zu San Francisco geben wird. Wenn du dieses Video und auch kein anderes Video verpassen willst, dann abonniere jetzt einfach den Kanal und wir werden dich in Zukunft mit noch weiteren Videos rund um Reisen in den USA versorgen.